Also durch das Rad, da war wohl, durch das Gras, da war wohl so eine extreme Vertiefung rein. Deswegen ging das Rausziehen auch so schwer. Da haben wir das Rad verzogen. Beim Probieren schon die zwei Stützen hochgemacht, einmal ausgespannt, wieder richtig reingeschoben und fertig ist es. Es hat jetzt keine Minute gedauert, aber ich wollte euch jetzt nicht so lange dieses hässliche Panorama antun, ohne dass irgendwas kommt. Dann geht es jetzt weiter, wieder aufsitzen. Hoppala. Dass da bald irgendwo eine Abzweigung kommt, dass man von dieser hässlichen Straße runterkommt. So, hört sich gut an, soweit ich es hören kann bei dem Straßenlärm und Fabriklärm hier. Also das als Rheinwartweg so. Es ist, naja, sage ich jetzt nichts zu. Ja, wie gesagt, vielleicht bin ich auch selber schuld, vielleicht sind wir auf der falschen Seite vom Rhein. Aber ich vertraue Google nicht mehr und naja. Wir wollen jetzt langsam mal in Amsterdam ankommen. So, schalten wir diesmal aber hoch. Also da vorne soll irgendwo ein Badesee kommen. Mal sehen. Vielleicht nehmen wir uns trotzdem die Zeit und hopfen schön ins Wasser. Gut tun wird's. Warm genug ist es auch. Daher, ja, eine Abwechslung. An meinem Knie wird wahrscheinlich das kühle Wasser auch gut tun. Ich habe schon gemerkt, bei Wärme ist es schlechter. Ja, Long Vehicle geht voran. Und der ist noch länger wie ich. Jetzt ist da irgendein Stecker bei mir vorne, irgendwas runtergerutscht. Ach, der Taschenhalter von der Ortlieb. Aber das mache ich jetzt so während der Fahrt. Ich will jetzt schon wieder anhalten. Hey, die ersten Windmühlen. Und Windräder. In größerer Dimension. Heißt, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg, ne? Das Land der Windmühlen und Windräder.
wenn es jetzt auch laut ist, aber jetzt wird es hier wenigstens landschaftlich schöner. Wir sind aus dem Industriegebiet schon raus. Und das macht dann das Auge da schon wieder herrlich froh, sowas zu sehen. Aber man fährt ja mit dem Fahrrad raus, um nicht Industriegebiet zu sehen. Ne? Da haben wir so einen Schnitt zwischen 20 und 22 auf der Gerade. Bergauf geht so mit 17, 15 Stundenkilometer. Also ganz gemächlich. Wie gesagt, wenn ich alleine wäre, würde ich ein bisschen mehr Power geben. Aber ist okay so, ich muss nicht rasen. Ich habe keine Eile, meine Reise zu machen. Ich will sie genießen. Und genießen heißt für mich auch einfach mal, wenn es mir irgendwo gefällt, meinen Tag stehen zu bleiben oder zwei. Da habe ich kein schlechtes Gewissen bei. War nicht für dich, Laila. Ich hupe jetzt jeden Wohnwagen an. Weil es dürften jetzt auch immer mehr werden. Wir kommen ja ins Volk, wir fahren ja ins Richtung Volk, der Wohnwegen. Ein bisschen. Nicht ganz, aber immerhin nahe dran. Das ist auch so ein Quatsch, dass Windräder stillstellen müssen, weil die Energie nicht gefördert wird. Statt sie dann unten ein kleines Wasserkraftwerk hinsetzen, wo Wasserstoff erzeugt und dann zum Schluss nachher den Wasserstoff wieder in Strom umwandelt. Klar, das ist eine Jenseitsverlustgeschichte, aber andersrum, was ist mehr Verlust bei so einem Wind wie jetzt hier, wenn ein Windrad stillstellen muss? So könnten sie gleichmäßig Strom bringen und könnten vielleicht auch besser abgeben. Ja, also so Gegenwind und leicht bergauf, 17,4, 18 haben wir jetzt, geht, kann man nichts sagen. Aber ja, dem glaube ich noch ein paar Solarzellen drauf am Dach. Dann habe ich gar keine Probleme mehr. Ja, so hinten auf der Türe noch zwei. An der Seite noch zwei, das wäre das Optimale. Ich glaube, da müsste ich mir bei gar keinem Wetter mehr Gedanken machen, dass der Strom ausreicht. Also 400 ist schon ein bisschen knapp berechnet bei schlechtem Wetter. Da muss man dann doch mal Pausen einlegen, größere. Und auch mal die Solarzelle dementsprechend der Sonne ausrichten. Das habe ich halt jetzt bis jetzt nie gemacht. Bis auf einmal jetzt die letzten Tage, aber da hat es nichts gebracht, weil ja die Batterieungleichspannung war, die wir hoffentlich jetzt behoben haben. Also ganz genau messen konnte ich es nicht. Ich konnte es nur mit meinem Ladegerät überprüfen und da hat die vorderste Batterie halt komischerweise viel mehr Ladung gehabt. Aber ich habe auch die Solaranlage nicht abgeklemmt. Da hätte ja sein, dass es das Ergebnis komplett verfälscht hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Solarbatterie 15,7 Volt hat. Vollgeladen. Also daher. Und das Ladegerät hat bei allen Batterien Full angezeigt. Da bin ich davon ausgegangen, wir müssten jetzt die gleiche Ladespannung haben, da es ja auch die gleichen Modelle sind. Gleiche Marke, gleicher Hersteller. Da gibt es ja auch Toleranzen, aber so genau. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Wichtig ist halt nicht, dass die eine nur noch 11,2 Volt hat, die andere hat 11 Volt und die nächste hat vielleicht nur noch 10 Volt, aber das funktioniert einfach nicht. Ladeausgleichregler habe ich immer noch nicht gefunden. Also bis jetzt noch kein Laden, der das hatte. Mal gucken. Gleich ist hier ein ganz schöner Wind. Ich hoffe mal, der Windschutz tut's.
weil ich habe mir die anderen Videos noch gar nicht großartig angeguckt. Ich habe die noch bloß von der Kamera gezogen, dass der Speicher wieder frei ist. Weil es bringt eh nichts, solange ich kein gescheites Internet habe. Und wie gesagt, also das mache ich nur, wenn ich mal irgendwo gemütlich stehe und wirklich stehe und auch stehen bleibe. Und ich habe Internet, dann werde ich nicht so viel mehr hochladen. Ich mache mir diesmal keinen Stress. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr ein halbes Jahr warten. Füße still. Lass mich mal schön schieben hier. Mein Knie mal ein bisschen relaxen. Ja, da wird man zu langsam. Geh ich mal wieder Gas hier. Stromstecker vorne reinzumachen, um die Verlängerung, die ich damals für die Solarzellen benutzt habe, der reicht übrigens, das habe ich glaube noch gar nicht erwähnt, also das Kabel langt vollkommen, hat zwar einen kleinen Wackler, weil durch den Regen wohl ein bisschen korrodiert ist, ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen mal mit Elektrospray behandeln sollen, ja, mal sehen, vielleicht hier mal ein bisschen Kettenöl drauf, müsste auch gehen. Da habe ich jetzt sozusagen einen kleinen Akku angeschlossen, der gleichzeitig laden und Saft geben kann. So lade ich jetzt mein Handy, der Akku wird vom USB geladen und mein Handy von dem Akku. Das heißt, ich habe dieses, wenn es mal wackelt, dieses Ein- und Aus nicht. Der Akku hält den ganzen Tag durch, also daher fast das. Entweder muss ich dann mehr laden beim Akku, wenn er nicht viel abgekriegt hat, oder ich muss fast gar nichts laden, ist unterschiedlich. Pause gemacht haben. Ja, leider so hupen. Ah, Scheiße. Zu früh langsam geworden. Wie gesagt, also Gegenwind verhält er sich auch ganz okay. Ganz passabel, kann man auch nichts sagen. So, berg runter kann ich mich jetzt mal rollen lassen mit 22. Das Knie mal ein bisschen entspannen.
tut auch ganz gut. Und der kühle Wind tut gut im Knie. Und gut, dass ich meine Brille aufgezogen habe. Hier sind ein Haufen Fliegen. Ich achte jetzt nicht mal auf die Kilometer mittlerweile, ist mir auch egal. Ich guck nicht mal mehr auf den Tacho. Wir fahren halt so lange wir fahren wollen, wenn wir keinen Bock mehr haben. Dann bleiben wir stehen. Dann machen wir uns auch keine Gedanken, wie viel wir jetzt geschafft haben oder nicht geschafft haben. Das ist uns scheißegal. Aber ich denke, im Schnitt kommen wir auf unsere 35 Kilometer Minimum. Und das mit teilweise leeren Akkus, wo ich die meiste Zeit per Muskelkraft das Ding bewegt habe. Denke ich, ist das eine gute Leistung. Für mich zumindest, ist für die Leila. Für alle Radprofis wird es wahrscheinlich lächerlich sein, aber das ist mir Schnuppe. So, wie geht es jetzt hier? Einmal um die Kurve und dann wieder drüber oder was? Ja. Wie geht's, dein Popo? Ah, direkt über die Fresse. Okay. Ja, wir sind glaube ich schon wieder drüber über unsere Zeit. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wann wir losgefahren sind. Gucken wir mal, ob da vorne irgendwas kommt. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, dass da jetzt gleich eine Aufforderung kommt. Ich glaube, wir sind schon weit über eine halbe Stunde. Und sie hat sich beim Hinfallen auch noch ein bisschen den Steiß angehauen. Das tut natürlich auch noch weh. Das ist auch blöd. Schön ist das hier nicht für eine Pause. Das ist auch eine Ausfahrt. Ja, ne, das war sogar irgendein Park an. Gewesen. Da hätte ich reinfahren können. Ein schöner Schrebergarten, aber direkt an der Straße, das ist doch auch kacke. Ach, da gehört zu dem Haus. So, Popo-Pause. Wünsche euch was.